So, und willkommen zurück zu Final Fantasy X Blitzball. Wir spielen gegen Luca, okay. Dann schauen wir doch mal. Keine eine neue Ability, nein, also nichts zumindest das, was man sehen würde. Na dann. Fängt an. Wir fangen an. Sehr gut. Oh, Dodge. Sehr gut. So, dann schiebe ich jetzt so ein bisschen nach unten. Tidos. Weißt du, wo du hin sollst? Nicht verstoßen, passen, Schlagpass auf Tidos. Das ist easy peasy, kommt da an. So. Der hat nur 13, da gehen wir durch und dann machen wir einen Sphero-Schuss als Torschuss. Ballern wir das Ding mal gleich rein. Easy peasy, lemon squeezy. Geht ja gut los. Los, Hexenangriff. Oh, er hat den Ball sogar bekommen. Nice. Money! Hey! Sphero ist gut. Ist gut. Nicht vorstoßen. Passen. Normal. Tidos. Steht nämlich so dicht dran, dass es keinen Unterschied macht. Jetzt machen wir mal Folgendes. Ich will mal was probieren. Ein 40er Sphero-Schuss aus der Entfernung. Kommt mit 20 an. Und geht auch rein. Okay. Kurz zurück. Was ist denn scheiße? Hm? Warum bist du denn schon wieder genervt? Warum sind wir Jetzt werde ich mal ein paar andere Leute hier mal mit einbinden. Wir gehen durch und machen danach dann den Pass. Oh, okay. Alles gut, entspann dich. 29er Fuß ist aber nur ein 5er Torschuss, das ist also von daher easy peasy. Schnapp. Oh. Oh, das ist perfekt. Das waren zu viele. Mhm. Probieren wir es trotzdem. Haben wir noch einen Dribbling. Schlafangriff X, holy shit. Okay, aber immerhin hat der mit dem halbierten Tor den Ball bekommen. Das ist doch schon mal okay. Schade. Ja, passt nochmal halbiert. Zumindest für die nächste Runde dann. Ist kein 18 Tor. Aber nur eine 23er Physis. Das müsste eigentlich gehen. Oh, er dodged. Gar nicht großartig. Ja, okay, er macht's automatisch. Punk. Oh. Okay,
Das wird knapp. Ja, hab's geahnt. Shot Pass in die Mitte, okay. Ach, der hat sein Torwert wieder. Ach so, weil er was anderes abgezogen bekommen hat. Hm, okay. Ich verstehe. Ach, der mit 13 will der einen Torschuss machen? Am Arsch. Selbst wenn er mit den 13 ankommen würde, wäre das egal. Keeper ist einfach zu gut. Oh, Titus bekommt da vorne den Ball. Hm. Wir probieren es mal ein bisschen weiter, können wir noch weiter hinten. 43 ist doch schon mal ganz gut. 20, 19, 16 gegen 17, ja, den wird er haben, ne? Ja, den hat er. Na, ist eh jetzt Halbzeit. Doch noch nicht, okay. Während des Schusses ist Halbzeit. Tidos und Wedge haben Level-Up. Sehr gut. Tidos hat jetzt 31 Torschuss, 28 Physis. Das ist sehr gut. Und Wedge bekommt leider nur HP. Schade. Aber ist okay. Ist alles gut. Ist auch alles gut. Und weiter geht's. Und wir dürfen wieder anfangen. Ich verstehe das. Man hat gefühlt irgendwie vor jeder Runde nochmal neu ausgelost. Und, nein. Durch da und dribbeln. Oh, okay. Er dodgt sogar. Das ist perfekt. Keiner da, dann macht Tidus einen Sphäre-Schuss. 41, relativ nah dran, das müsste reichen. 22, ja. 3-0. Man muss manchmal dran, doch mal aus der zweiten Reihe auch mal draufzimmern. Oh, es hat 10 Schaden. Wie schlecht hier das. Sehr gut. Jetzt geht's los. Wedge hat den Ball. Wedge läuft und läuft. Oder schwimmt und schwimmt und schwimmt und... Kriegt jetzt zwei Gegner. Das ist jetzt doof. Sieht gut aus. Der macht, glaube ich, keine Ability. Das heißt eigentlich... Jo, wir behalten den Ball. Sehr gut. Er wird zwar nicht reingehen, aber vielleicht ja den Torwart irgendwie treffen. Oh, never mind, der geht rein. Okay. Hab nichts gesagt. Zwei.
nicht vorstoßen, dann aber direkt einen Pass, einen Schlafpass, in der Hoffnung, dass vielleicht sogar noch irgendwer einschlägt. Ja, perfekt. Der kommt gar nicht ran und dann kommt er mit 26 Girns nach hinten zu Rob. Gesundheit, Katze. Nicht vorstoßen, aber passen. Normal. Auf Tidus. Also gar nicht ran, das ist perfekt. So, wieder ein Ding aus der zweiten Reihe. Geht auch wieder rein. Ich jetzt weiß, dass das auch ganz gut funktioniert, wenn ich von ein bisschen weiter weg schieße, ist das halt komplett tutti insane, ey. Also ich kann so schön viel Schaden machen, beziehungsweise schon so schön viele Tore jetzt machen. Der will doch nicht mit seinen sechs Dingern da einen Torschuss machen. Doch, der kann. Okay. Was hat er erwartet? So, Tidus, move. So ist gut. Nicht vorstoßen, passen. Komm, wir machen mal einen Schlafpass. Vielleicht schläft sie ja ein. Ne, okay. Machen wir wieder einen schönen Torschuss aus der zweiten Reihe. 41 diesmal nur. Oh, das könnte knapper werden. Ja, kann aber trotzdem mit 22 haben, wenn ich einen Ticken weiter vorne stehe. Geht auch rein. Das macht das Ganze halt jetzt einfach nur zu einfach. In diesem Spiel zumindest. Ja? Genau. Hat sogar 11 Schaden gemacht. Super. 6-0. Ein Tor Wedge, der Rest hat alles Tidus gemacht. Die Frappe hat letztens ein Spiel bei den Runs of Fangs. Tats und den Lukas ausgelaufen. Wir haben sie ein bisschen Sepp-Bronze jetzt geholt. Okay. 6-0. Alter Schwede, ey. 5 Punkte Abstand zu den Guado Glories, also ich denke, das ist schon wieder durch. Das Thema ist durch. Ein Unentschieden haben wir leider genau. Ich glaube sogar gegen Guado, also gegen die Glories. Bin mir aber nicht sicher. Könnte auch gegen Killika gewesen sein. Keine Ahnung. Ja, okay.